Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft SMP RT Version 2. Ja, leider mal heute alleine, dazu sage ich jetzt aber auch schon mal ein paar Worte. Also, ich habe schon mitbekommen, dass in den letzten Aufnahmen Crazy leider nicht so ganz damit dabei war. Er hat momentan ein paar ordentliche Internetprobleme, das heißt, könnte erstmal passieren, dass ihr jetzt ein paar Folgen alleine kriegt, ohne mich, ohne Crazy. Ja, ich weiß, ohne mich wäre auch schön, aber ich bin dann leider noch dabei. Ja, heute, wie versprochen in der letzten Folge, fangen wir mal an mit Mechanismen. Hab mir auch schon mal einen kleinen Plan gemacht, was wir alles machen. Dafür heute mal raus. Fangen wir an mit einem Metallurgic Infuser. So, so sieht er aus. So, ein paar schöne Daten. Hier noch eine kleine Beschreibung. Muss ich mal kurz hier. Ah, nein. Ah. So, Shift M. A machine used to infuse various materials into generally metals to create metal alloys and other compounds. So, was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür zwei formschöne Öfen, zwei Redstone, vier Iron Ingots und das Hauptmaterial, was wir bisher noch gar nicht benutzt haben, Osmium Ink. So, Osmium sollten wir ja unten noch genug haben im Bevel. Wie viel haben wir von dem Zeug? Ja, 437 passt doch. Hauen wir jetzt erstmal ins Deck raus. So, wir könnten das Ganze jetzt erstmal alleine in den Ofen schmeißen, aber geht doch anders. Weil wir ja schon die ersten Maschinen haben, könnten wir das auch, wenn ich das richtig mitbekommen habe, na, ja, hier in den Pulverizer schießen. Können das Ganze dann halt schon schmelzen. Ja, machen wir das doch mal, würde ich sagen. Ja, so, hier rein mit dem Zeug. So, oh, wieso denn? Ich muss das wohl gerade nicht verstehen, oder? Okay. Yes. Ich ver... Ach, nicht hinterfragen. So. Wie sieht es hier aus? Ja, ja, ich habe euch ja... Oder gesagt, wir haben euch ja von unserem Ziel erzählt, dass wir zwei Ziele in der Staffel haben. Das eine Ziel wollen wir noch nicht verraten. Das andere ist halt, wir wollen diesen einmal diesen 8-Fass-Kompressen-Cobblestone haben. Und ich muss sagen... Ja, wir nähern uns. So. Wollen wir schon mal die ersten Osmium irgendwas, dass wir schon mal weitermachen können. So, was brauchen wir jetzt mal? Redstone brauchen wir noch. Muss ich auch mal dann mal wieder nachfahren. Na. So. Wir brauchen zwei Öfen. Also 16 Kobbel. Zwei formschöne Öfen. Und 4 Iron. So und so. So, 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 so. So, so. Na, so. Hallo. So. Und so. Ein Metallurgic Infuser. Würde ich sagen, stellen wir hier die Mechanismenmaschinen hin. Vielleicht mal den erstmal hier hin. So, wenn man reinschaut. Merkwürdig. Also, ich würde es im Grunde genommen erstmal sagen, Ali nichts verstehen. Aber Ali doch verstehen. Also, hier ist, wenn ich das richtig verstanden habe, der Slot, wo das Ganze reinkommt. Hier ist das Endprodukt. Hier die Energieanzeige und. Okay. Vergesst, was ich gesagt habe, will ich doch momentan noch nicht so wirklich verstehen. Auf jeden Fall, wenn ich das richtig mitbekommen habe, man kann es über Redstone, ein Redstone-Signal, betreiben oder über den ersten Strom von Mechanismen. Würde ich auch sagen, gehen wir doch wirklich schon direkt auf den Strom. Das heißt, wir machen uns den ersten Generator und zwar den Heat Generator. So, das sind zwei Copper.
2 Holz, 1 Osmium, 3 Eisen und noch einen Ofen. Können wir noch ganz mal, wenn wir hier unten sind, mal nachlegen. Ja, was kann man zum Mechanismus noch halt sagen? Ist auf jeden Fall ein Mod mit Potenzial, wenn man mal, wie ich jetzt hier die letzten Folgen von, oder er sagt die ersten Folgen von Trivolo gesehen hat mit Mechanismus. Das ist ja Wahnsinn, was der da momentan schon anstellt mit Mechanismus. Jetzt sag mir bitte nicht, wir haben keinen Kupfer mehr. Ja, ich gehe wieder super vorbereitet rein, ich weiß. Komm, das machen wir jetzt ganz schnell. Blub, blub, blub. Fertig. Na. Hopp, kannst wieder rein. Raus, raus, rein da. Eins, zwei, einer. So. Ich habe schon wieder vergessen. Einen Ofen braucht man noch. Ach komm, nicht was. Alles raus. Ein Ofen. So. Iron da. Holz da. Kupfer da und sind das die, kennt ihr die Falschglöcke nicht? Haben wir noch. Komm. Ich will weiterkommen. Ah, okay, daran lag's. So, ein Heat Generator. Den stellen wir jetzt erstmal hier neben, würde ich sagen. Wenn man reinguckt. Wieder nichts verstehen. Doch. Der Heat Generator wird über Kohle betrieben. Holen wir uns erstmal so einen schönen Stack. Stack. Charcoal. Ich komme wieder zurück. Na. So, tun wir rein. Und wir sehen, geht schon hoch. Er fängt zu ackern. Kriegt der sein schon? Nö. So. Jetzt muss ich aber nochmal nachschauen, ob es von Mechanismen auch eine Wrench gibt. Oder ob man die so ohne Probleme abreißen kann. Weil ich will da echt ein bisschen vorsichtiger sein. Ich habe keinen Bock, schon die erste Maschine kaputt zu machen. Aber es sieht gut aus. Ich sehe hier nichts. Jo, hat geklappt. Stellen wir das Ganze mal hier ein bisschen weiter weg. So. Ja. Ah. Wie man jetzt hier sieht, der interne Buffer von 160 Kilojoule ist voll. So. Heiß produziert auch erstmal nicht. Jetzt machen wir aber ein paar Universal Cable. Das sind die Kabel von Mechanismen. Wenn man sieht, 500 Joule pro Tick. Sind nicht wirklich teuer. Das sind Steel Ingots und Redstone, okay. Das macht die ganze Sache natürlich wieder anders. Aber wir haben ja hier noch diesen metallurgischen Fuser, wenn man mal die Rezepte guckt. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Na? Mach mich jetzt nicht komplett fach. Ich habe das Ganze doch eben nachgeguckt. Hä? Okay. Ganz ruhig. Wo haben wir denn Stahl? Stahlschild. Machen wir ganz einfach. Cable waren ja eben da. Universal Cable. Steel. Tinkers Construct. Wellcraft. Wellcraft. Oder, aber warte. Da, Mechanismen. Steel das. Nein. Nein, nein. Enriched Iron. Ah, okay.
Scheiße, ich glaube, ich habe es wieder vergessen. Nee, war ein Witz. Moment, ich unterbreche mal kurz die Aufnahme. Ich muss das mal gerade nachschauen. So, da bin ich wieder. Hab's herausgefunden. Man braucht noch nicht direkt die Kabel, man kann auch halt einfach schon den Generator drehen. Geht mit dem normalen Quicksand-Timer von Terminal Expansion, Rezept, Tim, Iron, Easy. So, wie man sieht, habe ich gedreht und der hat Strom. So, jetzt brauchen wir aber noch mal ein bisschen Charcoal. Nehmen wir nochmal ein Stack. Können haben noch ein bisschen auf Vorrat, also das sollte kein Problem sein. Und nehmen uns mal einen ganz provokanten Stack Eisen. So, wie funktioniert der Metallurgic Infuser jetzt? Wir legen jetzt hier die Charcoal rein. Füllt sich auf. Und dann das Iron. So, Leiste wird voll. Wir warten. Und was kommt raus? Enriched Iron. Dieses Enriched Iron können wir nochmal mit Kohle reinschmeißen, kriegen wir Stahl. Zwar noch nicht Stahl, das, aber ich wollte Stahl. Diesen Stiel, das können wir halt normal im Ofen schmelzen. Geht noch anders. Ja, halt über Gregtech kann man es reinknüppeln, kriegt man ein Carbon, das und 50 Iron. Lohnt sich nicht wirklich. Kann es halt, um das für was für eine so Gregtech-Zahl machen. Oder. Das sieht mir nach Hydraulic Craft aus. Muss ich nochmal den Street Digger fragen. Kann man aber auch in das Smeltery machen. Aber uns reicht der normale Ofen. So. Machen wir jetzt erstmal ein bisschen was. So, würde ich sagen, gehen wir als nächstes auf die Cable. Das war das ja, also Universal Cable. Brauchen wir zwei Steel das. Komm, das reicht jetzt erstmal. Na. So. Und wie Sie sehen, bekommen wir jetzt unseren ersten wunderschönen formendeutschen Gussstahl. Dust. Machen wir schon mal zwei, dass wir schon mal die Kabel kriegen. Wie viel kriegt man da raus? 8. Schönes Verhältnis, muss ich sagen.